So. Ja, das haben wir auch noch nicht automatisiert hier. Viel zu tun. Rote Kiste? Haben wir noch Stahl für eine rote Kiste? Ja. Und meine Quote halte ich schon lange nicht mehr. Aber wenigstens haben wir ein paar Roboter gebaut. Was fehlt denn gerade? Ja, eigentlich nur Zeit, ist okay. Rote Engines haben wir noch ein paar. Könnten wir aber trotzdem nochmal anschmeißen hier. Was ich aber jetzt machen werde ist, ich bin neugierig und deswegen riskiere ich jetzt was. Und ich greife jetzt einfach die Basis da hinten an. Ich hoffe, dass wir einfach genug Munition haben, dass da nicht so viel Gedöns ist und dass es eh nur Small Biter sind. Und dann kriege ich so 4 Alien-Artefakte und schau dann weiter. Also brauchen wir... Genau, mit der Bleiaxt hier durchhacken. So. Ihr habt Munition, richtig? 22 Magazine, 18 Magazine. Okay. Ich muss hier schnell durch. Das ist mir die Munition wert. Mach das mal weg, mach das mal weg. So. Das tue ich im Dunkeln. Das ist ein super Timing, Gerogon. Aber ja, 8.30 Uhr, ne? Wisst ihr ja. So, da ist wirklich keine Basis, sondern sind nur die. Das heißt, ich müsste gleich den Zweier da oben angehen. Das ist nicht so gut. Da wäre ein Einer. Das ist aber so weit weg. Na, gucken wir mal ganz gut. Ja, gucken ist gut. Ich sehe fast gar nichts. Da. Da war schon Medium weiter. Wurm. Ich könnte mal stehen bleiben, ich sehe nichts. Small Biter, okay. 2500, wie viel Schaden machst du? 25? Das lässt sich doch leichter aus. Wie viel machst du? 45. Nee, komm. Ich hab's mir anders überlegt. Das muss ich nicht testen. Ich will nicht schon wieder ein Autosave laden müssen. Das ist doch doof. Wie viel Schaden machst du? Damage Bonus 20%. 12 mal 5 sind 60. 72. Also wir müssten auch mit der Schrotflinte an die 100 mal, naja nicht, aber wir müssten recht häufig gegen den Spawner gegenschießen. Und bei zwei gleichzeitig durchgehen, auch noch Gegner rausspucken, die uns dann fast one-hitten können, ist nicht so wirklich das Wahre. Die modulare Rüstung habe ich übrigens auch noch nicht gebaut, weil die modulare Rüstung war nicht stärker als die da. Gleiche Werte, nur halt das Grid. Und das Grid bringt uns nichts, weil wir, ne, haben nichts zum Reingliden. Lauf rüber, lauf rüber, lauf rüber. Das heißt, ich mache mich jetzt auf den Weg durch den Wald hier. Auf die andere Seite, wo die Einerbasis ist. Und das sollte einigermaßen eher machbar sein als die zweite auf einmal. In der Zwischenzeit kann ich noch ein paar... Oh, warte mal. Brich das mal ab. Bau mal die Giftkapseln. Und teste die mal aus. Weil die Basis kann ja nicht weglaufen. Das wäre zumindest sehr, sehr irritierend. Und ich würde den Mod-Autor noch mehr ja, Hass lieben dafür. Aber sie können nicht weglaufen, kriegen also durchgehend Schaden. Das müsste noch okay sein. Tut ihn mal dahin. Ist das das gesamte? 8 pro Sekunde. Wie lange hältst du? Das wäre auch noch ganz praktisch zu wissen. 8 pro Sekunde klingt jetzt nicht viel, aber wenn das halt 20 Sekunden durchdottet, wären es 160 Schaden. Was wesentlich mehr ist als so eine Granate. So, wir müssen jetzt... Jetzt kommt der lustige Teil. Wir müssen jetzt zwischen den beiden großen Basen durch. Und wenn wir nachher panisch versuchen wegzulaufen, was nicht so wirklich gut klappt, weil wir nicht schnell sind, dürfen wir dabei nicht die beiden großen Basen triggern. Macht Sinn, ne?
So, hier schaut gut aus. Gehe hier durch. Dann gucken wir mal. Alien Technology ist noch am werkeln. Ja, ein Artefakt, 10 Science Packs. Und wir können nicht mehr mogeln mit den Produktivitätsdingern. Glaube ich. Weil die halt ziemlich genervt wurden. Das müssen wir dann gucken. Da. Ich sehe nur Kleinkram. Wie weit kann ich dich werfen? Drauf. 21, 22, 23, 4, oh, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, also schon, oh, was war das? Tot? Das sind doch schon mal locker 20 Sekunden. Ja, ja, sehr gut. Zack, 90 Science Packs. Wir brauchen für 150. Also eine Basis muss noch sterben. Ich brauche unbedingt Stahl. Ja, und jetzt tickert das bestimmt im Hintergrund und der Mutationscounter hat sich gleich verzehnfacht, weil das Hive Brain mitbekommen hat, dass eine Basis gefallen ist. Das könnte sein, bin ich mir ganz sicher. Und will ich auch gar nicht wissen, weil das ist so ein schöner Unheimlichkeitsfaktor, dass man nicht weiß, wann der Gegner wie stark ist. Hm. Aber ich husche jetzt rüber, hole noch mehr Stahl, baue noch mehr von diesen Giftkapseln, weil die sind super. Ein bisschen Munition könnte auch nicht schaden. Und dann suche ich mir irgendwo noch eine Basis. Oder ich probiere jetzt doch, weil ich jetzt echt motiviert bin, die Zweierbasis, weil die sind recht nah beieinander und die Giftkapsel trifft durchgehend beide. Und die Respawn-Rate war entweder sehr gering oder die Viecher sind am Gift fast instant gestorben. Was noch viel geiler wäre. So, du nimm mal mit. Du hältst für die Füße still, weil du keinen Stahl hast. Ja, gib mir Stahl. Ich habe leider keine Zeit für Forschung. Ich muss Sachen töten. Grüne Chips dafür. Okay. Gib mir mal. Beschränk das, bitte. So. Warum? Hä? Da ist Plastik. Achso, weil du voll bist. Okay. Ich will dich nicht dazu zwingen, rote Dinger hier zu stellen. Das ist okay. Und gefühlt wird es jetzt schon wieder zu spät. Und die Nacht ist gleich da. Deswegen warten wir jetzt eine Rotation ab. Die Granaten haben Bums gemacht, ja. Aber es war nicht so wirklich merkbar. Also es ist schick, wenn man die Ressourcen über hat. Auf jeden Fall. Und das können wir später als Ergänzung auch ruhig mitnehmen. Aber es kostet halt doch einiges. Vor allem auch Zeit. Die Giftkapseln jetzt auch, aber die machen halt, wie gesagt, 20 Sekunden lang 8 Schaden. Also über den Daumen gepeilt. Und das sind halt 160. Das heißt, mit 15 Stück oder so davon könnte man allein eine Basis töten. Aber wir halten ja auch durchgehend noch mit der Comet Shotgun drauf. Wobei ich da ein bisschen unglücklich gelenkt habe zwischendurch. Ich müsste eigentlich noch einen Ticken näher rangehen und so, aber ich glaube, ich habe auch selber Giftschaden einmal gefressen. Das war nicht so toll. So, was mache ich jetzt die Nacht über? Eisen zu Stahl, würde ich sagen. Und Fuelblocks holen, um die Kupferproduktion wieder anzuschmeißen, die gerade aufgehört hat. Weil die hatten ja nicht alle hier, ne? Treibstoff. Aber sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, Moment mal. 9 Alien-Artefakte. So viel habe ich noch nie aus einem Spawner rausbekommen, kann das sein? Es waren noch immer so, keine Ahnung, 2 bis 5 gefühlt. Also es kann gut sein, dass dieser liebe, liebe, liebe Mod-Autor da doch was gedreht hat. Dass man gerade jetzt am Anfang einigermaßen an die Science Packs rankommt. Weil, ne, vorher konnten wir sie ja vervierfachen mit den Produktivitätsdingern. Das geht jetzt nicht mehr, dafür hat er vielleicht das so, ne, entgegenkommenderweise geändert.
Müssen wir mal gucken. So, wir brauchen noch mehr Stahl. Die haben jetzt wenigstens alle Treibstoff. Ja, die hatte ich vorhin erst aufgefüllt. Das ist okay. So, Kupfer kommt wieder. Wir können also wieder Draht herstellen und all sowas. Tu doch mal bitte einen Splitter da rein. Und unsere alte abgesägte Schrotflinte. So. Keine grünen Tränke. Das ist wieder irgendwas Peinliches, oder? Was fehlt? ja. Da. Also es ist nicht so wirklich super doll peinlich, aber wir haben halt keine Ausgangskiste. Es ist doch peinlich. Ausgangskiste für die grünen Tränke. Sah ganz aus, hätte einer das aufgehoben. Aber nee, wir haben keinen Item-Collector. Damit ginge das. Ich müsste eigentlich gar nicht mit roten Kisten arbeiten, sondern ich könnte einen Item-Collector in die Mitte packen. Dann werden alle Sachen designiert als soll aufgehoben werden. Dann kommt ein Roboter an und fliegt es zum Storage. Ja, das ist doch bäh. Okay, also gib mir ein bisschen Stahl, damit ich eine rote Kiste machen kann, damit die grünen Tränke wieder fließen. Das war nicht genug. Haltet euch ran, Jungs. Genau. Und ihr habt da Kohle drin. Aus die Maus. Keine Kohle mehr. Ist nicht gut. Wir haben da nicht mehr so viel von. Also ja, wir haben noch ein Feld in Greifreichweite da. Und ein Minifeld da, aber das war's dann auch. Der Rest muss hart umkämpft werden. Ach, das ist schick. Aber guckt euch mal den Cluster da an. Der wird immer größer werden. So sahen die Basen aus gegen Ende der letzten Staffel. Das ist schon ein bisschen happig, jetzt für den Anfang so. Aber gut, kriegen wir alles hin. Oh, es ist wieder Tag. Guter. So. Giftkapseln sind fertig. Ich laufe zur Basis, schmeiß die Giftkapseln so hin, dass beide getroffen werden. Beide Spawner. Holz alle kleinen Biter weg. In der Hoffnung, dass bisher keine Medium-Biter da sind, aber das wäre halt doch ein bisschen schnell, wenn die jetzt so innerhalb von ein paar Minuten, also einem Ingame-Tag, jetzt so mutieren, dass da gleich Medium weiter rauskommen. So, A-Technologie haben wir fertig. Ich würde ganz gerne Produktivitätsmodul testen. Wären zwar 2%. Gott, ist das schlecht. Ja, nee, das ist die Ressourcen nicht wert. Also ja, später, wenn man kaum Möglichkeiten hat, an die Alien-Artefakte ranzukommen, nur über die Königin und so weiter, wie wir es in der letzten Staffel hatten, dann werden sie sinnvoll. Aber 2% Pollution mehr, Energie-Consumption mehr und Speed weniger, das ist absolut krass. Tungstenmauern. Das da müsste ich eigentlich anfangen. Ja, kostet ordentlich, kostet noch viel, viel mehr. Aber hier wäre schon mal Kupfer und Eisen mit bei. Das heißt, wir würden hier wieder recht viel einsparen. Ja, 40% produktiver ist das Ganze. Damit sollte ich eigentlich möglichst bald anfangen. Ja, mach mal. Das gehört dazu. Das ist der erste Schritt. Also Research das da. So, jetzt aber töten. Hoffentlich 6 Alien-Artefakte bekommen, was bei 2 Basen eigentlich gut drin sein sollte. Und dann können wir uns eigentlich zurückziehen und uns einbunkern bis zum Ende aller Tage. Aber ich hoffe mal, ich kann das Ganze noch ein bisschen erweitern. Also wenn das jetzt wirklich gut klappt und sie nicht instant mutiert sind zum Medium, dann sollte ich die nächsten Folgen nur damit verbringen, Basen zu zerstören. Da unten sehe ich wieder nicht so gut. Alles hier im Wald. Ja, mitten im Wald, ne? Wo bist du? Ah, ne, da. Okay. Gut.
weiß nicht, ob die stacken. Scheinen zu stacken. Der hat noch gar nichts abbekommen. Jetzt tickt es langsam. Ja, langsam runter. Es kommt fast nichts raus da. Oh, 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 oh. Ja, nicht mich vergiften. Okay, ich habe jetzt alle verbraten. Oh, was wie wo? Spucker? Nein, da kam Spucker raus. Ich habe alle verbraten gehabt für die obere Basis. Ich bin davon ausgegangen, dass die untere drin war, weil dieser Partikeleffekt halt recht groß. Spucker. Weil der Partikeleffekt halt recht groß war. Das heißt, nächstes Mal muss ich da besser aufpassen. Also entweder genau mittig positionieren oder einfach auf beide was raufwerfen. Ah, Splatter. Ist die Animation neu? Da war gerade so ein Splatter-Effekt. Gut, wir haben 29 Alien-Artefakte. Wo ist die nächste Basis? Ernsthaft, wo ist die nächste Basis? Nicht die. Da sind zwei. Ich brauche allerdings erstmal wieder davon welche. Und es wird Nacht. Ja, ich denke mal, ich speichere jetzt ab. In der nächsten Folge werde ich die Nacht über die Ressourcen sammeln, die ich brauche, um die nächste Zweierbasis zu knacken. Und dann gehen wir reihum weiter. Töten so viel wir können. Zum einen, damit wir expandieren können. Ich kann die Mauer jetzt kurz weiter nach vorne schieben. Und zum anderen, um die Alien-Attacke zu bekommen, die wir dann brauchen, um später das Ganze nochmal zu machen. Weil wir machen gerade den ersten Schritt, quasi. Also wir sind auf diesen Planeten gekommen. Wir haben uns ein Areal abgesteckt. Das hat sie nicht wirklich gestört, weil es nur ein kleines Areal war, verglichen mit dem ganzen Planeten. Und dann haben sie uns in Ruhe gelassen. Sie haben uns ja echt nicht angegriffen. Und jetzt sind wir als kapitalistische Expansionisten, imperialen Schweine, die wir sind, losgegangen und haben deren Basis zerstört, weil wir das toll fanden, deren Eier zu studieren. Und damit machen wir jetzt weiter. Solange bis die den ersten Gegenschlag machen. Und dann müssen wir technologisch so weit sein, dass wir deren neuen Gegner töten können. Weil, bedenkt, es waren immer nur Small Biter. One-Hits. Sobald da ein Medium kommt, habe ich ein Problem. Sobald ein Big kommt, bräuchte ich schon panzerbrechende Munition. Ja, aber jetzt speichere ich ab und wir sehen uns gleich wieder.